Sie geht der zielgerichteten Gewalt, welche in einer Linie nach vorne bewegen und sich auf mehrere Ziele auswirken. Wissen plus 70 wird benötigt. Das heißt, ich könnte das hier machen. Gegner erleiden Frostschaden und sowieso alles böse. Okay. I got it. Gut, dann sehe ich mich mal hier kurz um ein bisschen. Hier ist aber nichts mehr wirklich Wichtiges. Wow, okay, Falle. See that? On it. Lyra, entschärft die mal. Right. Und ich sehe noch eine. Look out. You see that? So, entschärfen bitte. On it. Okay. Drei Geistergefängnisse und drei Runen zum Aktivieren. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Geistergefängnisse irgendwie kaputt. Deswegen. Buffen wir mal alle hoch. I'd have it no other way. Habe ich jetzt gerade wirklich die richtige Kombination eingegeben? Won't happen. Nicht euer Ernst. Would you take a look at that? You got it. Du solltest das Ding entschärfen, Lyra. Nicht reintreten. Consider it done. On it. What do we? Diese Pläne erläutern, wie man den legendären Wurfspeer Scorn fertigen kann. In den Plänen wird ein geheimnisvolles Metall erwähnt, das für die Speerspitze benötigt wird. Für die Herstellung benötigst du Zugang zum Turmupgrade Schmiede und die erforderlichen Materialien. You got it. Okay. Yes. On the lookout. Das war jetzt wirklich getrollt, ey. Okay, da ist eine Rune, die Landry lernen kann. Ich habe aber so das Gefühl, dass dieses Geistergefängnis jetzt losbrechen wird. Sigil der Zauberwoge, das ist hier drin. Akzente dazu führt, dass ein Zauber nach dem Wirken für kurze Zeit die Erholungszeit verringert. Okay. Minus 33% Erholungszeit. Machen wir doch einfach mal. Sorry, can't. So, da holen wir hier einen netten Bogen für Lyra. Deine Macht hat sich erhöht, du hast den Grabbogen. Hallo Heimtücke und hallo Hauch. To battle. Take that. Gut. Right.
Come and feast my iron! So. Landry, wirf mal deine Feder. Ich werf den Felsen. Lyra, versuch ihn zu meucheln. Beric, versuch ihn zu versteinern. Okay, Heimtücke hat gerade Leben entzogen. Landry, heil dich mal am besten. As you command. Ja, das ist gut, wenn man einen starken Heiler dabei hat, der sich aufs Heilen fokussieren kann. Was habe ich noch? Ich heil mal Lyra. Gut. If I had kids, they'd be feeling that one. Au, das hat Landry böse Aua gemacht. Will do. Beric, wärst du mal so freundlich, das Ding von Landry abzulenken? Okay. Sorry, don't do that. Are you afraid of death, Worm? Landry, jetzt heil dich mal bitte. Ich heil dich auch gleich mit. As you command. Meucheln. Herzschuss. Beric, schlag zu. Landry, böser Federwurf. Landry, heil dich nochmal. Ich werf einen Stein. Beric, sprecht das Ding irgendwie. Ja, mach's tot, so. On it. Gut, das war der Raum. Wenn ich jetzt hier wieder reingehe, platzen die gleich raus? Nope. Die platzen also wirklich nur raus, wenn ich da was falsch eingegeben hätte. Aber scheinbar war das richtig, warum auch immer. Platziere alle Schlüsselsteine. Du hast nur alle Schlüsselsteine gefunden. Jo. Ich mag Landry eigentlich, aber Ebb ist meine Main-Magierin. Die hat die ganzen Angriffszauber und kann ein bisschen heilen. So. Da ist die Rune. Das heißt, Lyra rennt mal wieder um die Ecke. Während ich mich hier weiter umschaue. Consider it done. So, und dann holt Landry mal das da. Sigil der zeitlosen Form, Stufe 3. Akzente, die Dauer der Effekte eines Zaubers erhöht. Okay. Just point me in the right direction. Auch gut. Und jetzt wieder runter. Ich habe ja zum Beispiel auch immer noch nicht den Gegner da in der Mitte besiegt. An den ich noch nicht so wirklich rangekommen bin. Genau den hier.
Die Heimtücke, da fehlt noch. Das hatte ich bereits aktiviert. Das da konnte ich noch nicht aktivieren. Der da ist immer noch da eingesperrt. Und den da kommen wir nicht ran. Ach ja, und das da ist so ein Artefakt. Ja, ein Artefakt. Reputationsfähigkeit, Grabbogen. Chromatischer Pfeil. Du hast ein mächtiges Artefakt ausgerüstet und dadurch hat Lyra jetzt den chromatischen Pfeil. Den kann sie einmal pro Rast einsetzen. Mhm. Auch cool. Right. Da drin war ich ja bereits. Wieso komme ich jetzt nicht mehr da rein? Okay, muss ich erst den Knopf hier wieder drücken? Nein, das war nicht der Knopf. Ach so, das konnte ich nur von hier aus sehen. Ja toll, aus irgendeinem Grund komme ich nicht darüber. Weil das hier hat, soweit ich weiß, nur das hier aufgemacht. Can't do that. Also ja, ich könnte hier noch einen anderen Fackelschlüssel einbauen. Aber das war nur das hier. Das hat das da drüben aufgemacht gehabt. Hm. Gut, setzen wir die restlichen Runensteine mal ein. Ich habe ja 1, 2, 3 Stück. Und irgendwie habe ich Angst, dass dann die drei Gefängnisse noch aufbrechen. Oder brechen die nur auf, wenn ich den falschen einsetze? Ein Stück des Bodens, hier ist etwas eingelassen, als wäre... Jo. Okay, den kann ich noch nicht einsetzen. Ethereal cloud is angry because I think you're making it angry. Ja, will ich sie wütend machen? That orb appears one breath away from collapsing. Since being sensible and abandoning the scars aren't options, might I suggest drawing our blades? Okay, da kann ich aktivieren. Dann würde ich vorschlagen, wird das mal ordentlich gebufft. I'm on it.
So, was haben wir befreit? Einen Heaver. Gut. Lyra, versuche ihn mal zu versteinern. Beric, versuche ihn mal auf dich zu ziehen. Und wie? Will do. Eiszapfen. I can't move. I'm trapped in place. Face my iron.